Es gibt sehr viele Menschen, die gerne Superkräfte hätten. Wer von uns würde denn nicht gerne fliegen oder unsichtbar sein können? In einigen von uns stecken geheime Superkräfte, die wir nur entfalten müssen. Wenn du diese Menschen in diesem Video gesehen hast, wirst du erstaunt sein, was für Kräfte in uns stecken. Doch bevor wir anfangen, würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonnieren würdet, damit mehr solche Videos kommen. Legen wir los! 1964 ist Nina durch ihre besondere Fähigkeit aufgefallen. Sie konnte mit ihren Gedanken Gegenstände bewegen. Am Anfang dachte man, dass das alles nur durch Zufall passiert. Doch später hat man Tests mit ihr durchgeführt. Und man bemerkte, dass sie telekinetische Fähigkeiten besitzt. Die Tests wurden verschärft. Und man hat ein Froschherz seziert. Und sie sollte das Herz wieder zum Schlagen bringen. Dieser Test wurde auf Video festgehalten. Sie hat es geschafft, nur mit ihren Gedanken dieses Herz zum Schlagen zu bringen. Durch diesen Test wurde Nina weltberühmt. 1984 ist sie in Rente gegangen. Und 1990 ist sie an einem natürlichen Tod verstorben. Elektrizität ist eine der wichtigsten Energiequellen, die wir haben. Wusstest du, dass du mit deinem Körper Strom erzeugen kannst? Lieber Struger behauptet, dass er mit seinem Körper Strom erzeugen und speichern kann. Des Weiteren sagt er, dass er diese Fähigkeit dank einem Stromschlag in seiner Kindheit bekommen hat. Er hat im Live-TV sogar Eier und Würstchen nur mit seinem Körper gebraten. Die Wissenschaftler haben bestätigt, dass so eine Fähigkeit möglich ist und einer von 100 Millionen Menschen so eine Fähigkeit haben könnte. Menschen, die magnetisch sind, sehen wir schon öfter im Fernsehen. Aber dieser Mann ist was ganz Besonderes. Sein Körper kann große oder kleine magnetische Gegenstände anziehen. Und mit dieser Fähigkeit ist er schon fast eine Attraktion geworden. Seine 3 Kinder und 2 Enkelkinder besitzen genau dieselbe Fähigkeit wie er. Bei Tests der Universität Malaysia ist rausgekommen, dass er eigentlich gar nicht magnetisch ist. Aber trotzdem kann man Gegenstände bis 36 Kilogramm an seinen Körper hängen. Der in Spanien lebende Benedetto Supino las 1982 einen Comic und auf einmal fing sein Comic an zu brennen. Er dachte, dass er auch Superkräfte hätte wie seine Comichelden. Zu seinem Pech konnte er diese Fähigkeiten noch nicht kontrollieren und so musste sein Bett viele Male ersetzt werden. Die Wissenschaftler konnten immer noch nicht herausfinden, wie so etwas passieren konnte. Natascha ist eine Frau, die 1987 in Russland geboren wurde. Sie behauptet, dass sie seitdem sie 10 Jahre alt ist, mit ihren Augen wie mit Röntgenstrahlen die Organe der Menschen sehen kann. Die Ärzte bestätigten, dass sie die Organe genau lokalisieren kann. Und die Farben, die sie beschrieben hat, stimmen auch. Laut Wissenschaftlern muss man die Röntgenstrahlen konzentrieren können, um so eine Fähigkeit zu besitzen. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass sie diese Fähigkeit nur besitzt, weil bei ihr eine Apandis-Operation im Kindesalter durchgeführt wurde und dabei ein Fehler eingetreten ist. Bens Augen wurden im Alter von 3 Jahren entfernt, weil sie vom Krebs befallen waren. Ben hat trotzdem angefangen, Basketball zu spielen und Fahrrad zu fahren. Er hat versucht, sein Leben ganz normal weiterzuführen. Um nicht von der Außenwelt ausgeschlossen zu leben, hat er Echolokation gelernt. Er kann ohne Blindenhund und ohne seine Hände zu nutzen Gegenstände erkennen. Er macht dafür nur kleine Klackgeräusche und kann so alles in seiner Umgebung erkennen. Ben Underwood ist genau wie ein Delfin oder eine Fledermaus. Er ist damit der einzige Mensch auf der Welt, der diese Fähigkeit besitzt. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen. Teile das Video, um mich zu unterstützen. Bis zum nächsten Video, Freunde. Ciao.